Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nachholmission. Ganz genau, und wir waren beim letzten Mal hier in dieser Mission Orca rauf. Die hat mir ziemlich den Kopf verdreht, weil ich da nicht wusste, was ich da machen muss, ey. Aber gut, wir haben es am Ende doch geschafft und jetzt haben wir hier die nächste Mission Neubauoptionen Zaire Ost, Not 8b. Dann würde ich sagen, Cutscene. Die Nordforschung hat folgende Zusammenhänge ergeben. Die Menschen in den GDI-beherrschten Gebieten leiden verstärkt unter Atemwegsbeschwerden. Tiberium hat auch erhebliche negative Auswirkungen auf positronische Gehirne sowie auf das menschliche Immun- und Fortpflanzungssystem. Noch unbekannt ist das Ausmaß der Tiberium-Schäden an der menschlichen DNA. Nordanalytiker haben berechnet, dass innerhalb von 3 Jahren 3 von 5 Menschen an Tiberium-Schädigungen leiden werden. Übertragung beendet. Bitte warten. Gut gemacht. Langsam wirst du wirklich Kanes Liebling. Wie wäre es, was hältst du von einem Platz im Führungskader von Nord? Du bist doch bestimmt ehrgeizig genug für einen Auftrag von ehrfurchterweckenden Ausmaßen. Dein Ziel ist dabei so geheim, dass nicht einmal Kane etwas davon weiß. Denn die Macht wandert schnell in der Bruderschaft. Ich habe mir erlaubt, deine Einheiten in die Staaten zu verlegen. Kane war immer zu zackhaft, um die USA anzugreifen, aber ich weiß, jetzt ist es Zeit. Und du bist der Richtige. Das hier ist das Pentagon. Ein kompletter Frontalangriff mit deinen stärksten Einheiten sollte ihr Militär... Ja, die Macht wandert schneller, als so mancher glaubt. Ich bin Kane. Während ich deine Truppen aus den Staaten zurückbeordere, möchte ich, dass du diesen verlassenen GDI-Stützpunkt sicherst. Sobald du da bist, bau Waffen und Androiden und feg damit die restlichen GDI-Truppen zusammen. Oh, und herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Jawohl, liebe Leute, da war Kane. Da hat er sich uns erstmal vorgestellt hier. Sehr geil, Leute, da war schon Kane unterwegs. Sehr cool. Und genau. Ja, Seth ist nicht mehr. Ach, ich weiß, welche Mission das ist. Ja, komm dann. So, genau. Ich weiß, welche Mission das ist. Das war, glaube ich, diese Mission. Aber ohne Grenadier. Ja. Das war diese Mission mit dem einen Hubschrauber, wo wir da einfach übersetzen müssen. Aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass da tatsächlich noch zwei Grenadiere rumgeschissen kamen hier, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann lass die Raketentypen mal da, den da platt machen. Bam, 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 bam. So. Dann macht ihr jetzt bitte diese scheiß Grenadiere platt hier. Diese Grenadiere weg. Ah, sehr schön. Okay, gut. Da kommt der Hubschrauber. Und hier ist meine Basis, genau. Und hier müssen wir den Bau verkaufen. Da kann ich mich noch dran erinnern, Leute. Und genau. Schützen rein tun. In den Hubschrauber und hier unten an. Anlegen, genau. Wartet mal, das speichere ich mal bitte. Das speichere ich mal kurz, ey. Weil die Mission kann auch ziemlich nerven, glaube ich. So, Mission 8 Not. Dann setze ich die mal. Ja, setze ich einfach hier unten ab. Dann, Jawohl, nee, das ist ein Grenadier. Da ist wieder so ein Kack-Grenadier. So. Und. Was zur Hölle? Zum Glück habe ich gespeichert, ey. Dieser verkackte Grenadier da. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Gut. Leute. Weiter geht's hier. So.
So. Gut. Sehr schön. Alles klar. Und hier. Uiuiui. Grenadier. Nein, was macht ihr denn? So. Na gut. Ich will hier keine Kohle unnötig verschwenden. Deswegen, nehmt ihr bitte den Hubschrauber und lasst die so schnell wie möglich da unten ab. Ich brauche auch so schnell wie möglich den Sammler. So. Mach diesen Raketenwerfer weg. So. Och, kommt noch einer. Da kommt noch einer. Und hier. Oh, genau. Gut. Alles klar. Dann. Hallo? Gehst du mal da unten auf den Jeep, bitte. So, und mach den kaputt. Mach den kaputt. Oh, sehr schön. Mach den Raketenwerfer da in den Busch kaputt. So, dann nehme ich mir jetzt die drei Invasoren. So, puh. Ja, das reicht jetzt natürlich nicht für die Sammlerladung. Aber hey. So. Ja, danke. Sack, ey. Richtiger Penner. Ey. Wartet, nein, nein, nein. Verkauf bitte diese Mannequin-Fabrik. Hallo? So. Dann nehme ich mir jetzt die Raffinerie da unten so schnell wie es geht. So. Alles klar. Nehmen wir den Hubschrauber. Oh mein Gott, da ist er schon. Oh, verdammt, verdammt. Und so schnell wie es geht, Leute. Gott sei Dank. So. So. Hallo? Oh mein Gott. So, Leute, dann. Einfach überfahren. Die Typen hier. So, einfach überfahren. Was ist daran so schwer, ne? Da ist der Scheißgrenadier wieder. Ja, nimm du mir ruhig mein Tiberium weg. Du bist mir auch ein geiler Typ, ey. So. Ist noch einer. Ist so. So. Mein Gott. So, aber dann haben wir das doch erstmal. Oh, da, was kann ich denn als nächstes bauen? Radar, ne? Ja, Radar kann ich als nächstes bauen. Und, ja, liebe Leute, dann kann ich mir eigentlich mit dem Hubschrauber noch diese Mannequin da nehmen. Speichert das nochmal. Mission 800. Ach, das macht Spaß, Leute. Das macht echt Spaß. So, und da werde ich jetzt alle unnötigen Gebäude hier oben hinbauen. Uff. Oh. What? Ach du Kacke, Leute. Was war das denn? Ja gut. Dann muss ich den jetzt reparieren erstmal. Oh Mann. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Was machst du jetzt? Oh nein. Komm, reparier den. Reparier den Sammler. Um Gottes Willen. Puh, ey. Boah. Ach, das ist doch ein Penner, ey. Echt. Ja, toll. Ja, ich brauche eine Mannequin-Fabrik. Dann kann ich es eigentlich schon vergessen hier. Wartet mal. So, der Sammler ist jetzt zumindest wieder fit. Warte, wir haben gerade den Hubschrauber platt gemacht, ey. Unglaublich, echt. So. Das haben wir echt eiskalt. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Scheiße. Ja, Leute, diese Mission, die ist echt anstrengend. Vor allem, hier müssen wir echt aufpassen, was wir machen. Na gut. Dann Radar, bitte. Dann brauche ich jetzt als allererstes... Boah, der hat aber auch zwei Bomber, ne? Dann kriegt der auch noch mal einen Sammler damit. Der hat auch zwei Bomber. Der Sack, ey. Der Sack. So.
Dann fahr bitte nach unten. Dann muss ich den jetzt erstmal schützen. Der trifft aber auch so gut. Was zur Hölle, ey. Der trifft aber auch so gut. Das ist ja wohl nicht wahr, Leute. So, dann... Hallo, Sammler. Fahr bitte da rein. Alter. Ja, toll. Nein, Leute, ich brauche diesen Sammler. Was ist das? Ist das jetzt verbuggt oder was ist los? Oder muss ich einfach weiterlaufen lassen, ne? Und dieser scheiß Luftangriff. Das kann's ja wohl nicht sein. So, muss ich den jetzt einfach weiterlaufen lassen oder was ist los? Einheit verloren. Nö, der macht den platt. Der macht den immer platt. Aber das will ich nicht. Leute, ich will nicht, dass der meinen Sammler platt macht. Das ist aber leider... Der Sammler ist irgendwie halb kaputt. So, ich glaube, wenn ich so fahre... Nö, auch nicht. Hä? Kann ich den retten, den Sammler? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wartet mal. So, du gehst bitte hier wieder rein. So, aha! Sehr gut. Sehr gut, Leute. So, dann... Mannequin-Fabrik. Jo! Was zur Hölle? Oh Mann. So, gut, dann... Türme, ey. Meine Güte. Ist klar, ey. So. Alles klar, dann habe ich jetzt hier zumindest mal einen Turm stehen. Und da baue ich da unten noch einen zweiten hin. Und, ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Command & Conquer Remaster. Wie wir jetzt hier hoffentlich weiterkommen. Mann. So, aber wartet mal, ich brauche eigentlich... Da ist der schon wieder da mit seinen... Kack-Jeeps da, ey. Na gut. Was kommt der da mit diesem Kack-Panzer an? Wartet mal, dann bau bitte... Nein. So, Leute. Mach diesen Panzer platt. Mach den weg. Und dann bitte hier unten sammeln. Puh. Okay, das hätten wir. Ich brauche unbedingt eine zweite Raffinerie. So. Habe ich jetzt zumindest mal ein paar mickrige Einheiten, um mich zu verteidigen. Das ist, ich habe doch hier oben noch die Raketentypen. Genau, Leute. Was zur... So. Bam. So. Sehr gut. Und... sehr gut. Sehr schön. Und Bots. Wunderbar. Der läuft da mitten rein. Oh, Junge. Nerv doch nicht mit deinem... Mann. Ja gut, aber lass den ruhig hier reinfahren, das ist kein Thema. So. Ja, das meine ich, Leute. Diese Mission ist echt übelst abgezielt. Muss ich mal so ganz ehrlich mal so sagen. Kommt damit noch ein Panzer? Ich glaub's nicht. Na, kommt damit noch ein Panzer und der will natürlich auf meinen Sammler. Oh Gott. So, Leute. Ich kann gleich nicht mehr. Oh Mann. Mit wie viel Panzern will der noch kommen? Ich glaube auch, manche Missionen sind irgendwie schwerer. Ich weiß auch nicht. Also die Mission, als wir die normale Kampagne durchgespielt hatten, war die nicht so schwer. Ja, klar. Da war die Mission nicht so schwer, nö. Sammelt bitte schneller die Kohle ein, ey.
Ah, perfekt, jetzt fahr zurück, ey. Jawohl, Sir. Ein Sammler, der ist gerade noch gelb. Also ich meine, sind die jetzt mal weg? Ja. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen suboptimal, muss ich sagen, dass ich jetzt auch keine Kohle mehr habe für nix. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schaffe ich das jetzt? Wartet mal, ich speichere das mal. Mission 8. Not. So, der muss jetzt hier ganz dringend schnell die Kohle einsammeln. So, sammel schneller. Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein. Oh. Ja, toll. Danke, du Penner, ey. Ach, jetzt hat er schon wieder da... Kann doch nicht wahr sein. Ich kriege jetzt zwar meinen zweiten Sammler fertig, aber da habe ich nichts für mit gewonnen. Kann ich trotzdem nachbauen, die Kacke. Ach, Mann. Das ist aber auch unfair, dass der hier einen Luftangriff hat mit zwei Bombern. Dafür habe ich jetzt einen Sammler, der schneller ist. Oh, Gottes Willen. Oh, Mann, Leute. Dann mach den platt, bitte. Gottes Willen. Nein, nicht überfahren. Okay, gut. Boah, den Panzer kriege ich weg. Das ist kein Thema. Boah. Wie soll ich mich denn hier aufbauen, Leute? Wenn ich hier jedes Mal platt gemacht werde von dem Sack. Kann ich es irgendwie verkaufen? Nö. Okay. Alter Schwede, ey. Reparatur läuft. So. Dann repariere das Ding wieder. Jawohl, Sir. Da kommt er mit sein. Achso, nee, okay. Ich dachte schon, da wird er jetzt wieder angeschissen kommen hier. Jawohl, ich glaube, ich hätte noch keinen Radar bauen sollen. Geldmittel unzureichend. So, Leute, dann brauche ich gleich direkt die Panzerfabrik, ne? Wenn das hier fertig ist, brauche ich die Waffenfabrik. Um mir dann möglichst schnell Kampfpanzer zu bauen. Jo, genau. So, Waffenfabrik, los. Du gehst bitte hier oben hin. Das Blöde ist, das Ding kostet 2000. Das kostet 2000, Leute, ey. Da kommt jetzt schon wieder mit seinen zwei Jeeps an. Ja gut, aber die patrouillieren ja nur. Die machen ja gar nicht viel Schaden. Ne, die patrouillieren nur. Leute, fast keine Basisverteidigung. Verdammt abgezählt, diese Mission, ja. Pff, aber echt, ey. Verdammt abgezählt. Gut, reicht das vielleicht sogar schon? Reicht das vielleicht sogar schon? Hey. Geldmittel unzureichend. Ah, knapp. Knapp, Leute. Ach Gott, sammel doch schneller ein, die Kacke. Okay, der sammelt hier die Fitzel noch ein. So, Waffenfabrik. Und dann brauche ich unbedingt einen Jeep. So, und danach bitte mal wieder einen Wachturm. So, da ist der Jeep. Mit dem kann ich ein bisschen erkunden. Ahaha, schaut mal da. Sehr schön. Hier unten ist ein Tiberiumfeld. Das wäre auch zu unfair geworden sonst, ey. Meine Güte. So, alles klar. Dann Kampfpanzer ohne Ende. Geh du bitte da runter. Und ja, Leute, dann haben wir doch endlich mal... Alter, ein kleines Standbein. Alter, nein! Um Gottes Willen. Ja, lasst mich ruhig hier... Da kommt der... mit dem Orca kommt er jetzt an. Und will meinen Jeep platt machen. Okay, interessant. Alle auf den Jeep, würde ich sagen, ja? Gut. Alle auf den Jeep. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich hier einen ganzen Arsch voll Einheiten am Arsch. Oh, da ist sogar die Basis. Dankeschön. Dankeschön, dass du deinen Luftangriff auf deine eigene Basis schickst, ey. Okay. So, ich habe meine Kampfpanzer, liebe Leute.
Alter, dann... Was? Du nervst. Du nervst. So, Leute, dann... Jetzt guckt er jetzt seine Patrouille hier oben an. Das ist ja wohl die Wahr. So, bei mir... Und platt machen. Platt machen die Scheiße. Ah, so. Alles klar. Dann... Dann habe ich schon seine Basis gefunden hier unten. Und irgendwas wollte ich noch bauen. Ach ja, hier noch ein, Verteidigungsturm. Und noch eine Werkstatt eventuell. Aber ich muss mal gucken, weil so viel Kohle ist das hier nun auch wieder nicht. Ganz ehrlich. Also ich würde sagen, ich baue einfach weiter jetzt hier. Kampfpanzer. Und die sammeln im Gleichschritt, das ist gut. Kostet 700, ne? 800, okay. Ja, um diese Sachen hier. Okay. Ja, dann können wir jetzt unsere Panzerarmee weiter aufbauen. Und ja, beim nächsten Mal dann den Gegner überrollen. Richtig, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding. Dann haben wir auch gleich schon wieder die Folge voll. Ey, meine Fresse. Schon ordentlich. Und was machst du da? Fahr doch da oben rein. Du Blödmann, ey, echt. Fährt er nicht da oben rein. So, jetzt bring die Kohle weg, Mensch. So. Ja, das ist kein Thema. Das ist alles gut. Das kriegt der Turm hin. So. Sehr schön. Holter. Was? Ja, keine Chance hier. Zack. Direkt weg. Ah, da verzieht er sich hier. Seht ihr das? Da verzieht er sich schon. Ah, oh, sehr gut. Sehr schön, Leute. Dann haben wir jetzt hier unsere Kampfpanzer und da hat er zumindest seine Orcas. Ah, wartet mal. Bauen wir noch einen Wüstenjäger danach. Ich will die Karte noch ein bisschen erkunden, bevor wir in die nächste, Folge reinspringen. Ja. Dann mache ich das doch einfach mal. So, dann nehme ich mir jetzt nämlich auch mal einen Jeep und gehe patrouillieren hier. Oh Mann, Alter. So. Das kriegen wir schon hin, oder? Alter, die Orcas. Okay, die Orcas. Ja. Ich würde sagen, ich erkunde einfach die Karte. Lass sie daneben schießen. Oh Mann, die treffen ganz schön gut. Verdammt. Ja, gut, aber ich glaube, das hier ist auch ein ziemlicher Irrweg hier. Na toll, danke. Jo, aber vielleicht kann ich mit dem nächsten Jeep noch hier die Karte weiter erkunden. Weil, vielleicht ist da oben noch was. In Ordnung. Weil wenn das alles an Geld ist, dann ist es nicht gerade viel. In Ordnung. Bestätigt. Ja, aber weil die achte Mission in der Kampagne, die war wirklich mies. Aber, oh Mann. Ja klar. Ein Panzer, der die Kohle hier überwacht. Na, vielen Dank auch, ey. Du Sack. Sackgesicht hier von Gegner. Und, oh Mann. So. Ja, gut. Ja, gut. Alles klar. Ja, fahr ruhig ganz unten her, ey. Aber wo kann ich denn am besten in die Basis rein? Das ist eigentlich hier, weil er da diesen Raketenturm hat. Ja. Oh Mann. Ach, der Typ geht da oben sammeln jetzt. Ich verstehe, Leute. Gut. Dann knall ich mich jetzt direkt weg, ne? Genau. Gut. Dann weiß ich ja, wo der Gegner ist. Und wo er sammelt vor allem. Das ist gut. Ich weiß, wo er sammelt. Gut. Dann würde ich sagen, erkunde ich jetzt noch den Rest dieser Karte hier. Und genau. So. Oh nein, schieß doch nicht auf den Panzer, bist du bescheuert? Brauch dich zum Erkunden. Hier. Ach, genau. Und zack. Ja, komm, die treffen dich doch nicht. Komm, die treffen dich doch nicht hier.
So, puh, ey. So, wunderbar. Und hier einfach rein, los. Alter. Wow, okay. Ja, aber das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, dann stelle ich die jetzt einfach mal da oben hin. Und genau, da kommt er wieder angeschissen dann. Ach, diese Patrouille da platt, ey. Die geht mir so auf den Senkel. Ey! Was macht der denn jetzt? Der Penner. Schlägt er einfach meine Sammler in den gelben Bereich. Das ist dreist. Das ist doch echt dreist jetzt hier. So. Und ja gut, dann mache ich jetzt noch den Sammler kalt hier los. Und ab und verteidigen. Jetzt kommt er nämlich über allem, was er hat, seht ihr das? Oh, was war das denn für ein Hintergrundgeräusch, ey. So, und bam. Bam. Sehr schön, Leute. So, Manneken, platt fahren. Einfach drüber rollen. So, und auf den Panzer da. Und bam. Drüber rollen. Sehr schön. Alles klar. Dann, liebe Leute, ist jetzt eigentlich die Folge voll, ne? Aber. So. Aber. Ich würde ganz gerne noch seine Einheiten hier wegmachen. So. Bam. So. Sehr gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann das nächste Mal. Oder würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Ne?